Machen Sie einen ganz großen Applaus für Moses McDermott. Als sie mir begegnet ist, hat sie mich aufgeweckt. Wenn sie dir begegnet, wirst du dich fragen, wer sie ist. Der Fehler im Betriebssystem der virtuellen Realität vor unseren Augen. Der Stromausfall, der uns mitten in der Nacht in die pechschwarze Wirklichkeit zurückreißt. Der ewig kurze Moment der Erkenntnis. Sie kann der Mensch sein, in den du verliebt hast. Sie kann die Göttin sein, die du anbetest. Sie kann eine Wahnvorstellung sein oder deine bleibende Drogenpsychose. Liebe, Glaube, Wahnsinn. Die Mauern, die um dich gebaut wurden, aus fremden Materialien, von Sklaven, vom anderen Ende der Welt, beklebt mit Gemälden von Vorstellungen und Porträts der Götter von Wollust und Völlerei. Die gleichen Mauern, die Konservendosen und Wasserflaschen vor der Welt schützen wollten und die Welt vor dir beginnt zu bröckeln. Mehr und mehr siehst du sie durch die Risse und Lücken. Sie wütet und schimpft und reißt mit ihrem großen Zeh dein Zuhause, dein Käfig, deinen Sarg ein. Dein Sofa wird unter einem Leichentuch aus Staub begraben. Und dein Fernseher, der dir so lange ein schönes Spiegelbild gezeigt hat, eines reichen, freien Menschen, zerspringt zu Scherben, die dir ein dunkles, aber wahrhaftiges Bild von dir selbst zeigen. In dem Moment glaubst du vielleicht, du bist tot. Eine Couch, eine Schrankwand, eine Badewanne, so etwas braucht man nicht fürs Leben. Und wenn so etwas verschleißt, dann hat man nicht mehr lange. Deshalb waren die Flecken im Teppich dein Altersflecken, und die brüchigen Wasserleitungen waren die porösen Adern in deinem Kopf, die bereit waren, genau zur selben Zeit zu platzen. Alles um dich herum war eine Sanduhr und sie hat sie nun einfach umgedreht. Und nun inmitten von Trümmern die Welt, wie sie wirklich ist. Von Müll und Gift platziert, wie ein Apfel auf der Kirmes. Und die Menschen kleben fest, haben das Strampeln aufgegeben, sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Verrecken langsam und elendig und glücklich, wie Fliegen an einem Fliegenfänger, deren Tod ihr ganzes Leben dauert, weil man sie noch füttert und ihnen gut zuredet. Statt dieser gnädigen Erlösung die grausame Erkenntnis. Sie wird dann vor dir stehen wie eine Gigantin, Göttin, Götzin. Und angesichts deines eigenen Spiegelbildes in ihren Pupillen, die Dezentren vom blauen Spiegel um sie herum sind, ihre Augenbrauen darüber, ihren Wäldereiern durch die Rehe springen und Wildschweine spüren, ihres Mundes, des mächtigen Mahlstroms, ihres Weltengesichts, gerahmt von vielfarbigen Haaren, von dem jedes für ein Leben steht. Dein Haar ist gefärbt und dünn und brüchig, doch das ist hoffnungsvoll anders zu sehen. Angesichts all dessen wirst du dich fragen, warum du so klein warst. Weil du eine Actionfigur warst, ein Lego-Männchen, ein Homunculus. Und wenn du dich nun umdrehst und dir klar wird, dass du in einem Puppenhaus gelebt hast, in einer Spielzeugkiste, gefüllt mit Spiel, Spaß und Sexspielzeug, dann wirst du vielleicht erkennen, dass du ihre Krankheit warst, interessiert nur an Fortpflanzung und Unterhaltung. Ein Erreger mit dem Ziel ihrer Vernichtung, um sie eines Tages zum Sterben zurückzulassen und zum nächsten Planeten zu fliegen und um ihn zu infizieren. Wenn du das erkannt hast, wenn sie sich erholt hat und du von einem bösartigen Virus zu einem harmlosen Parasiten geworden bist, vielleicht wirst du dann wieder durch die Wälder ihrer Braun streifen, durch die Meere ihrer Tränen fahren, nachdem die Gebirge ihrer Haut, die Wüste ihrer Knöchel dich geläutert haben, vielleicht wirst du dann eins mit ihr. Dankeschön.